Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners. Wieder in Japan, wieder Yoichi. Dieses Mal 10 Jahre alte Produkt. Ist denn hier seit 2022 auf dem Markt, nicht in Deutschland, sondern tatsächlich in Japan, ist der erste Altersangabe von Nike, der seit 2016 überhaupt rausgebracht wurde, also schon ziemlich lange. Und der wurde auch jetzt hier rausgebracht und besonders jetzt hier für, da hat Nike jetzt hier tatsächlich eine, dem Gebäude ist jetzt denkmalgeschützt, so nenne ich das einfach mal. Und deshalb haben sie hier das dann mit angeboten. So, es gibt einen Frühling 2023, es gab Frühling 2022, wird wahrscheinlich Frühling 2024, 9000 Flaschen nur. Und das wurde jetzt hier, wie heißt das jetzt hier? Wir sind geehrt, dass die Yoichi-Brennerei bekommt jetzt die Bezeichnung von Japanischer Agentur für kulturelle Affären. Und es ist jetzt eine wichtige kulturelle Grundstück. Also denkmalgeschützt, so ein bisschen wie heißt es denn hier? UNESCO Weltkulturerbe. Kulturerbe ist das. Sagen wir einfach, ein Kulturerbe ist das jetzt hier geworden. So, ich habe hier 139 Euro. Ich habe es online gefunden für 133 Euro. Womit möchte ich es gerne vergleichen? Oh, einen Moment, ich habe es gar nicht aufgemacht. Lass uns sehen, wie gut ich das hier hinkriege. Es gibt so diese Latte. Oh, das geht ganz gut hier. Und einfach ziehen und dann hier tatsächlich abreißen und dann. Tada! Sehr, sehr schön. Ja, sehr japanisch, sehr gut. Schraubverschluss, 133, 139 Euro. 10 Jahre alte, rauchige Nickel Whisky. Hier steht tatsächlich Single Malt, deshalb muss es eine einzige Brennerei. Jemand schrieb, du Jason, woher kannst du sicher sein, dass dein Yoichi überhaupt aus Japan kommt? Denn es steht nirgendwo japanischer Whisky drauf. Okay. Stimmt, da steht Single Malt, Yoichi, Nickel Whisky. Hier steht was in Japanisch. Auf der Rückseite steht hier Product of Japan. Ah, also, und importiert ist das dann von Lümmelsunde Whisky. Und der Deutsche ist jetzt hier, Kirsch hat die Import für Deutschland übernommen. So, meine Flasche ist hier von den normalen No-Age-Statement. Und man merkt auch hier eine gewisse Unterschied von Farbe, ja. Also hier ist denn, das ist 231080. Hier habe ich, nee, genau, 214439. Hier meine normale ist 231080. Ich habe noch ein bisschen was da in der Flasche drin. Ihr merkt, dass es hier viel, viel heller, weißer, einfach mal kräftiger. Das hier ist alles ein bisschen beigefarbene Momente. Beide haben 45%. Hier sind wir, früher war es 72 Euro, jetzt finde ich das sogar für 64 Euro für Yoichi hier No Age Statement. Ich erwarte, dass der 10-Jährige weniger Torfmomente hat, denn Yoichi ist besonders, war ihre Wash Stills. Es gibt immer der erste Durchlauf und es gibt der zweite Durchlauf, der Spirit Still, Feinbrand, Rohbrand. Und beim Rohbrand ist es so, dass sie ihre Potstills tatsächlich direkt befeuern mit Steinkohle. Echt cool. Genau wie auch denn damals der Gründer von japanischen Whiskys. Das ist denn hier unser. Oh, ich finde seinen Namen hier nicht. Masatake Takesuru hat denn damals die Nike-Brennerei 1934 Nordinsel von Japan, Hokkaido. Und dort hat es eine ähnliche Temperaturumgebung denn dort in Sherry. Der 10 Jahre reift überwiegend hier in Sherry-Fässern. Und das Papier ist dieses Wasai-Papier. Und das ist der erste Veröffentlichung aus der Brennerei. Hier steht es sogar seit 2015, der eine Altersangabe hat. Da habe ich mich vertan, 2015. Gab es keine Altersangabe von Nika? Jetzt aber schon.
Gut, diese Whisky hat mich schon ein bisschen gut getan. Ich habe das mit der Miyajiko verglichen, aber ich habe nur zwei Yoichi Whiskys hier auf dem Tisch. Ich rieche erstmal bei 10-Jährigen. Oh, schöne Nase. Leichtes Zitrus, leichtes Sandelholz. Der Torf ist kaum wahrnehmbar. Leichte Vanille, Karamell, Zitrus. Also Zitrusgras habe ich fast hier. Sehr, sehr schön. So, aus. Oh, hier steht für die Rum. Eichenholznoten mit fruchtigen Anklängen von Banane und Gebäck. Nee, kein Banane. Hier. Okay, anders. Also, der ist süßer. Zitrus. Lakritz. Gewohnter. Leichte Asche. Leichte Rauch. Ah, der ist süßer. Der hat mehr Süße. Also ich tendiere fast, ich, Whisky Jason, ungebildeter Jünger der japanischen Whisky-Szene, tendiere an der Nase zu No-Age-Statement. Ist das nicht furchtbar? Älter sollte immer besser sein, oder? Teurer sollte immer besser sein. Nicht zwangsläufig bei mir. Das ist gut. Der ist besser. Okay, nun, wenn das. Ich habe den gerade aufgemacht. Ich habe keine Ahnung, wie das schmeckt. Also, Kampai. Slange, Prost, Cheers, was auch immer. Aber der Rauch kommt stärker durch hier bei 10-Jährigen als hier in der Nase. Merkwürdig. Okay, gut. Kampai. Wenn ich nicht besser wüsste, würde ich sagen, ich bin bei Springbank. Der hat einen funky Springbank-Moment. Zitrus, leichte Rauch-Asche-Momente, aber wenig. Wow. Sandelholz schon wieder. Eiche überwiegend hier diesen Geschmacksprofil, ohne das zu übermächtigen, zu overpower, zu viel zu werden. Wow, das ist gut. Da sind echt Nuancen und Momente da drin. Ein zweiter Schluck. Gönne ich mir. Ich habe den No-Age-Statement für Yoichi nicht so gut in Erinnerung. Wow. Der riecht beinahe rauchiger, als er schmeckt. Jetzt muss ich hier noch einmal und dann Wasser und dann schauen wir mal. Ich komme gleich zurück. Ups. Ah, ich habe vergessen, Wasser aufzufüllen. Ihr dürft zuschauen oder zuhören. Wie ich aus meinem Wasserkrug in mein Wasserglas hier ein bisschen Wasser da einschenke. Und dann ich möchte meine Geschmacksknospen halbwegs hier frei und neutral haben. Okay, No Age Statement, Yoichi. Süßer. Nicht süß, aber süßer. Also im Vergleich, der erste sofortige Vergleich wirkt das jünger, sprittiger, eckiger. Der ist runder. Oh, da kommt mehr Asche auch hinten raus. Was passiert im Fass? Okay. Erstmal hat man Malz, dann hat man hat Torfrauch. Torfrauch klebt an den Außenhüllen von unseren Gersten. Die schmelzen dann dort. Es wird dann dort fermentiert. Es wird maischen, fermentieren, destillieren. Die ganze Zeit kommen die Phenolen mit durch, kommt ins Fass rein und das Fass durch dieses Aktivkohleschicht, die sind ausgecharrt, saugen ein bisschen von diesen Phenolen aus dem Whisky raus jedes Jahr.
Und das heißt hier, diese Whisky hat für mich mehr, aber nicht viel, mehr von den Rauch-Aschenbecher-Moment als hier. Und deshalb benutzt man solche rauchige Fässer in Lafroy Quarter Casks, um deutsche Whiskys oder irische Whiskys oder andere Whiskys einen Rauchmoment zu geben, weil man nicht Rauch in seine eigene Destillieranlage haben möchte. Okay. Ja, da merkt man ein gewisses, da ist ein Geschmack viel, viel besser. Habe ich schon gesagt, runder, weicher, vollkommener, komplexer. Nase nicht wow, hier ist besser. Wow. Das ist gut. Wie ich sagte, Springbank-Momente. Denk Springbank Sane, denk Springbank. Was ist das denn da? 12 Fassstärke, nein, 15, nein. Zehn. Ein alte 10, 15. Eine alte 10 Jahre alte Springbank. Leichte Gerstenzucker da hinten raus. Die Sherry kommt wirklich nicht für mich. Für mich hier deutlich durch. Leichte, fruchtige Momente sind da, aber nicht jetzt hier ein Sherry-Bombe in irgendeiner Art und Weise. Also die Sherry-Fässer wurden ein paar Mal schon benutzt. Jemand hat online gefragt, warum nur 9000 Flaschen pro Jahr. Lass uns sehen, ob ich hier eine Nummer finde, hier unten. Also. Batch-Nummer oder irgendetwas hier. Ich bin so schlecht da drin. Nee, finde ich nicht. Ich fühle, ich finde nichts. Ich sehe, ich finde nichts. Da finde ich was. Gefunden. So, da steht hier. Ups. Es gibt bessere Möglichkeiten, das zu lesen, das weiß ich. So. So, 6-12C460957. So, jetzt habe ich die Frage an mich. Stimmt das mit dem Bottle Code, mit meiner Whiskey Base Nummer hier überein? Der 10 Jahre alt. 6. Oh, guck mal, wir haben 6 Schrägstrich. Das ist hier. Ich habe 1, 2, C. Hier steht 2, 2, C. 460957. Das irritiert mich hier. Warum habe ich hier eine 6-12? Keine Ahnung. Okay, gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr schön. Nochmal zurück zu dem No-Age-Statement. Aus meiner Perspektive würde ich hiervon 2 Flaschen oder einmal eine Flasche davon haben. Ich würde eine Flasche davon haben. Der ist so viel besser. Der ist so im Vergleich da zueinander. Es ist so unrund, eckig, kantig, scharf. Der ist so weich und schön und einfach mal wirklich hier super schön. Es gibt Leute, die aus dem Jahr 2008, das letzte offizielle Mal, wo es denn hier Yoichi 10 gab, kennen das. Aber ich kenne sie nicht von damals. So von daher, was soll ich sagen? Ich finde es einfach sehr, 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 sehr schön. Ganz leichtes Zitruszeste mit dabei. Wow.
Wenn ich die miteinander bewerten sollte, würde das hier ein 3 geben. Das würde hier sich ein solide 2 geben. Oh ja. Preislich hier No Age Statements 70, 72 Euro. Ah, 3 minus, 4 plus. Hier 136 Euro. 3, 3 minus. Ich sehe nicht ein, das bin ich, Whiskey Jason, 136 Euro für ein 10 Jahre alte, 45%ige Produkt auszugeben. Weder hier noch hier steht nicht kälteverträgt. Weder hier noch hier steht natürliche Farbe. Alles. Also wahrscheinlich haben sie Farbstoff hinzugegeben, um einheitliche Farbe, über die verschiedenen Chargen zu ermöglichen. Kälteverträgung wäre auch natürlich was, aber natürlich wollen wir in Japan balanciert, sehr, sehr präzise, sehr, sehr weich haben. Und das ist das, was der 10-Jährige ist. Nun, wenn Geld keine Rolle spielte, würde ich natürlich immer hier hingehen und sagen, hey, kaufe ich mir das. Aber da wir alle begrenzte Budget haben von Euros, Dollars, Euros, Pounds, wie auch immer, ist das immer wieder so eine Sache. Aber coole, coole Produkt. Ich bin froh, dass ich diese Flasche gekauft habe und geteilt habe. Die erste Teilung lief äußerst schleppend. Dann habe ich einfach gemerkt, hey Leute, der erste Altersangabe Produkt von Nico überhaupt. Und dann buff, ging das hier durch. Ich freue mich, dass wir das hier auch geteilt haben. Ich freue mich, dass ich ein Video machen könnte. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Welche Produkte aus Japan kennt ihr noch von damals oder von heute, die eine Altersangabe haben? Das ist meine einzige Frage. Welche Produkte aus Japan, entweder heute oder früher, damals, haben eine Altersangabe gehabt? Alles, alles Gute euch, Whiskey Jason hier. Bis dahin, gänzlich verteilt, gänzlich verteilt. Sorry. Bye, bye.